So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen und ihr seht richtig. Mal wieder ein Lego Ninjago Serie 4 Multipack. Und warum? Hier ist die LE20 drin, die mir noch fehlt. Und Multipacks und Blister kaufe ich sowieso lieber als 5 einzelne Booster oder 10 einzelne Booster. Dann kaufe ich mir von jedem etwas. Weil ich war ja aber beim Zeitschriftendealer und habe mir nämlich nochmal das Extra-Pack, das Lego Ninjago Serie 4 Extra-Pack gegönnt. Mit die Kartenhüllen. Weil ich fand die richtig cool, besonders die goldenen. Und die limitierte Karte, die sowieso, okay, so viel Wert wird die nicht steigen, aber das Ganze auch nur 5 Euro. Sind zwar nur 3 Booster drin, aber eine limitierte Karte, aber die Kartenhüllen. Das Extra-Pack habe ich ja schon angeboxt. Mal gucken, ob ich es wieder mache. Jetzt geht es erstmal nur um das Lego Ninjago Multipack mit der LE20, die mir noch fehlt. Also fangen wir jetzt direkt mal sofort an. Ups. Und jetzt kommt das Gute, was ich so an die Lego-Karten mag. Es ist Tesafilm. Sofort ab. Perfekt. Sind natürlich auch 5 Booster. Eine limitierte für 4,99 €. Und besonders, weil mir die limitierte Karte noch fehlt, die LE20. Ja, sieht ein bisschen farblastig aus. Mit alle Bösewichter. 1, 2, 3, 4 Stück sind da drauf. Dann in grün-gold. Ja, die Karte muss man wirklich mögen. Aber man braucht sie. Ja, jetzt zoome ich erstmal wieder ein bisschen ran. So müsste reichen. Oh, da ist Silikon noch hinter. So, und jetzt öffnen wir natürlich die 5 Lego Ninjago Booster. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass meine Sammelmappe so langsam richtig voll wird. Weil ich habe ja noch andere Projekte an Start. Aber ich brauche die Lego Ninjago. Einige Karten doppelt. Aber das wisst ihr ja. Hoffentlich ziehe ich jetzt noch welche. Ja, ich habe zwar jetzt die querdoppelten Karten, die man braucht, aber die brauche ich nicht. Ah, die meinen, die hätte ich auch schon. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir sowieso alles in die Kommentare. Weiterhin, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, von der Lego Ninjago Serie 4. Und ich natürlich verlinke unter ein Video, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt. Das sage ich immer, sicher und bequem. Günstiger, wie gesagt, müsst ihr selber immer schauen, ob das für euch passt. Teilweise sind sie leider im Netz günstiger, aber ihr müsst aufpassen. Teilweise variieren die Preise, sie sind plötzlich einen Tag später richtig hoch. Das habe ich jetzt bei den ganz neuen und aktuellen Lego Batman Boosterkarten gesehen. Einen guten Kurs drunter gemacht und plötzlich nach 2 Tagen unverschämt teuer. Gebe ich echt zu. Aber nichtsdestotrotz wird es bei Lego Ninjago, glaube ich, nicht mehr passieren, weil sie ihn schon länger auf dem Markt sind. Und teilweise die Fans schon die Karten alle erreicht haben. Hm? 2 Boostertütchen noch und noch keine von die Karte, die ich brauche. Ja, da hallo, muss ich mich erst wieder beschweren, bevor ich eine ziehe. Hallo, da ist jetzt wohl eine drin, hoffentlich. Ah, eine Ultra. Auch nicht schlecht. Aber wenn ich die Ultra schon habe, ist natürlich ärgerlich. Ja, die habe ich schon mehrmals, der braune. Die Nummer 147, die habe ich wirklich schon, ach, ich weiß nicht, wie viel Doppelte davon. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es nun das 5. und letzte Boostertütchen von meinem Multipack mit der LE20. Und wie gesagt, wo ihr was sicher und bequem von der Lego Ninjago Boosterwelt bestellen könnt, verlinke ich unter dem Video.
Die sieht cool aus. Die Nummer 25. Die habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Aber das sehe ich ja gleich selber. Und da ist wieder eine Karte. Yay, die ich brauche. Und die. Oh, mal wieder ein schönes Booster-Tütchen. Wo drei hochwertige Karten auf jeden Fall drin sind. Ja. Habe ich, glaube ich, schon. Mir fehlen die Unterteile davon. Aber egal, ich schaue gleich sofort auf jeden Fall nach. Wie gesagt, das war Lego Ninjago Serie 4 Multipack mit der LE20. Jetzt wisst ihr, wo es sie gibt, wie sie aussieht, nämlich nur in einem Multipack. Ansonsten schreibt ihr mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und ich überlege mir jetzt, ob ich vielleicht doch noch ein Video mache von das Extra-Pack. Aber mal schauen. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.